Was ist das? Ich bin der Paul von der Kaffeekommune, das wisst ihr wahrscheinlich schon oder auch nicht, ist ja auch egal. Also heute geht es um ein Projekt, das ich schon länger mal machen wollte, aber ich hatte eigentlich nie so wirklich Zeit und dann Muße dazu. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt machen wir ja YouTube-Videos und tatsächlich ist es so, Projektjahr 2022 heißt jede Woche ein Video und in diesem Rahmen habe ich ein lustiges Experiment vor. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser Maschine da hinten gehört, die da steht. Das ist eine Rancilio Silvia. Ich weiß gar nicht, welches Baujahr, aber schon ein bisschen älter. Und das ist die Maschine, die am meisten und am häufigsten modifiziert wurde. Das heißt, diese Maschine wird praktisch unverändert vom Hersteller seit den 90ern gebaut. Und ich glaube, vor 2 Jahren oder so kam ein Upgrade raus, wo sie eine PID, also eine elektrische Temperatursteuereinheit, verbaut haben und einen zweiten Kreislauf für den Dampf integriert haben und haben das dann Silvia Pro genannt. Trotzdem wird die normale Einkreis-Silvia immer noch so produziert. Jetzt machen wir im Rahmen dieser Videoserie etwas, was ich schon immer machen wollte, und zwar einmal die Rancilio Silvia so richtig krass pimpen und so alles einbauen, was geht, tiefer legen, Unterbodenbeleuchtung, ihr wisst Bescheid. Und ihr könnt mir dabei helfen, aber schauen wir uns doch erst einmal die Grundlage an, auf der diese Modifikation stattfindet. So Leute, ich möchte mir jetzt einmal die Rancilio Silvia mit euch anschauen. Was zeichnet sie aus? Also einmal ist die Rancilio Silvia ganz schön schwer, dafür, dass sie so billig ist. Weil eigentlich kostet die VK 890 Euro und das wäre sie eigentlich auch wert, aber ihr kriegt sie im Internet für unter 600 Euro. Das ist eigentlich schon ganz cool. Also, und eine Rancilio Silvia zeichnet Folgendes aus. Einmal, ich habe Kippschalter. Ja, ich habe Kippschalter, ich habe eigentlich nur Kippschalter und einen Einkreiser. Also es ist ein Einkreiser, den man zwischenheizen kann. Bei diesem Modell habe ich noch keinen Eco-Modus mit drin, sondern einfach nur eine Lampe, die sagt Heizung an oder nicht. Ich habe hier ein Dampfventil und tatsächlich die Dampflanze hier verbaut Rancilio auch bei den großen Maschinen, die sie verwenden. Hier oben sitzt der Wassertank, das ist der Deckel, hier sind ein paar Schläuche drin und das ist der Wassertank, also wirklich ganz, ganz simpel geklärt. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich einfach den Dampf, dass ich den Wasserkessel, den Wassertank rausschmeißen werde, weil ich baue einen Festwasseranschluss an, haben wir eine Menge Platz für Spielereien. Ach so, ja, wer sich jetzt, also das ist jetzt natürlich, also wer jetzt noch nie eine Maschine aufgemacht hat, sich damit nicht auskennt, der sollte das jetzt nicht nachmachen. Aber das ist ja klar. Es ist auch klar, dass die Maschine nicht in der Steckdose steckt. Und das würde ich auch nicht mehr, weil das Kabel ist total im Eimer schon. Das muss ich so oder so tauschen. Ach so, und noch etwas. Dabei war so ein Siebträger. Und jetzt ein kleiner Tipp. Früher wurden Siebträger so gebaut. Also wir hatten einen Siebträger aus Messing, der verchromt ist. Was als erstes passiert, hier sieht man es schon ein bisschen, ist, dass die Verchromung sich auflöst. Und nach der Verchromung löst sich Blei und Nickel aus dem Messing. Also, und wo läuft das hin? In die Tasse. Also, was macht man? Man schmeißt diesen Siebträger weg, brauchen wir nicht. Also entweder einen bodenlosen Siebträger oder einen aus Edelstahl, was anderes würde ich heute nicht mehr benutzen. Aber schauen wir jetzt mal rein. Okay, also letzte Schraube. Das heißt, mit 4 Schrauben kommt man schon an the core of coffee machine hier. Lasst uns mal reinschauen. So, habt ihr schon mal eine Espresso-Maschine von drinnen gesehen? Wenn nicht, möchte ich euch mal erklären, was wir hier so sehen. Es ist eine sehr simpel aufgebaute Maschine, wo ich einmal hier die Heizungszugänge habe. Ich habe einmal das Dampfrohr mit dem Dampfventil. Ich habe hier 2 Thermoschalter. Also einer steuert den, sozusagen die Espresso-Temperatur, der andere steuert die Dampftemperatur. Und ich habe noch mal einen Sicherheitsthermostat drin. Das ist mein Boiler. Ja, das ist ein kleiner Messingboiler. Und hier habe ich ein Ventil angeschraubt. Das ist das Expansionsventil. Also dieses Ventil steuert sozusagen den Maximaldruck der Maschine und reduziert, den Pumpendruck eben auf den Brühdruck. Das hat auch jede Maschine, egal ob Rotationspumpe oder Vibrationspumpe, wie bei diesem Modell. Also hier können wir auf jeden Fall, kriegen wir da noch irgendwas rein.
Ich denke an Temperatursteuereinheit, ich denke vielleicht an ein PID sowieso, also eine Zentraleinheit, über die man die Temperatur dann einstellen kann. Aber natürlich vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Flowrate einzustellen oder ein Pressure Profile zu fahren oder. Es gibt alle Möglichkeiten, die mir so durch den Kopf gehen. Und die Frage ist, was dieser kleine Boiler uns wird leisten können. So. Okay, und was wir hier hinten jetzt finden ist, ihr habt von vorne, sieht man noch das Brühgruppenventil durch. Ne? Das ist mein Boiler, jetzt seht ihr auch die ganze Größe des Boilers. Und hier unten ist die Vibrationspumpe. Ne? Und die Vibrationspumpe ist dann wiederum angeschlossen an mein Expansionsventil, das den Druck eben steuert von dem, beim Brühen. Was ich machen werde, ich werde auf jeden Fall diese Komponente rauswerfen. Hier, und ich werde auch das Expansionsventil rauswerfen. Und dann müssen wir nur entscheiden, was für eine Pumpe bauen wir ein. Also meiner Meinung nach haben wir hier Platz für eine Rotationspumpe, aber man könnte auch eine Getriebepumpe einbauen. Und dann gucken wir mal, was sich alles aus der kleinen Silvia machen lässt. Und ich möchte das jetzt nicht selbst entscheiden, sondern ich würde mich freuen, wenn ihr einfach in die Kommentare schreibt, welche absurde Modifikation ihr euch denn wünscht. Und wenn ich sie realisieren kann, werde ich das natürlich machen. Also ich freue mich, wenn ihr da so ein bisschen dabei seid. Tell me what you want and I will do it. Und mal gucken, was am Ende, was für ein Cyborg da am Ende bei rumkommt. Ich freue mich drauf und habe jetzt schon mega Bock auf das Projekt und bin wirklich gespannt, was für Ideen wir zusammentragen und was für ein Konzept am Ende bei rumkommt und wie das ganz zum Schluss aussehen wird. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Sonntag, 15.30 Uhr gibt es das nächste Video. Und ja, bis bald. Ich bin schon total aufgeregt.